Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Damen und Herren. Was uns hier zur Abstimmung vorgelegt wird, ist ein Luftgeschäft. Statt endlich das Defizit des Flughafens zu reduzieren, sollen die Parlamente der Stadt und des Landkreises neue riesige Millionenhöhe beschließen. Worin besteht denn die Entlastung für die Gemeinde Calden, wenn sie weiterhin für die Erbringung der hoheitlichen Aufgaben aufkommen und darüber hinaus dann auch noch 60% der Entschließungskosten des geplanten neuen Gewerbegebietes stemmen muss? Dieser Deckel wird in 10 Jahren fällig werden. Und es ist absehbar, dass die Gemeinde Calden nicht bezahlen kann. Und wer steht dann im Rahmen der gesamtschuldnerischen Haftung dafür ein? Immerhin dann 80% statt der avisierten 20% des zu erwartenden Verlustes von 31 bis 37 Millionen Euro. Es wird neben dem Landkreis vor allem die Stadtkasse sein, die die Zeche zahlen wird. Wir können vor einer solchen windigen Konstruktion nur warnen. Nun heißt es, das Land Hessen würde mit einer Bürgschaft von maximal 2,05 Millionen Euro an die Stadt einspringen, um das erwartete Defizit zu tragen. Mal abgesehen davon, dass eine Bürgschaft, die mit 100%iger Wahrscheinlichkeit fällig wird, und das sagt ja selbst das Real-Case-Szenario der hessischen Landgesellschaft, eben keine Bürgschaft ist, sondern eine Subvention, die man halt nicht so nennen kann. Bevor ich einem Vertrag zustimme, muss ich doch erstmal die Bürgschaftsvereinbarung sehen, die die Kosten für die Stadt beherrschbar machen soll. Wir haben im Vorfeld der letzten FIBICO-Sitzung mehrfach die Vorlagen dieser Bürgschaftsunterlagen angemahnt, bis es schließlich hieß, diese existierten noch gar nicht. Und dann sollen die Stadtverordneten blindlings auf Treu und Glauben dem zustimmen? Das können Sie doch nicht ernst machen. In Wirklichkeit dient diese ganze Operation nur dazu, über 10 Jahre die Bilanz des Flughafens aufzuhübschen und diese Investitionsruine weniger zuschussbedürftig aussehen zu lassen. Das langfristige Risiko dabei tragen wir hier, beziehungsweise diejenigen, die in 10 Jahren den Magistrat stellen. Eine der Grundlagen für dieses Vorhaben ist der fromme Wunsch, es mögen sich dort luftfahrtaffine Unternehmen ansiedeln. Und da frage ich mich schon, welche sollen das eigentlich sein? Und warum könnte sich nicht in einem der unausgelasteten Gewerbegebiete in der näheren Umgebung des Flughafens ansiedeln? Ich sage Ihnen mal eins, diese luftfahrtaffinen Unternehmen gibt es hier gar nicht. Und zwar schon deshalb, weil diesen Flughafen kein Mensch braucht. 132.000 Passagiere hatte Calden im letzten Jahr. Für einen kostendeckenden Betrieb müssen es 640.000 sein. In Paderborn sind es momentan rund 700.000. Um irgendwo noch neue Passagiere anzulocken, werden jetzt ökologisch wie verkehrspolitisch so irrsinnige Flugziele wie Sylt angeboten, das von Kassel aus bequeme 6 Stunden mit dem Zug erreichbar ist. Ja, geht's denn noch? Dieser Flughafen ist ein Millionengrab, das sagen wir seit vielen Jahren, und er wird nie kostendeckend arbeiten, geschweige denn die vielen Millionen wieder erwirtschaften, die schon in dieses sinnlose Projekt gesteckt wurden. Die Rückführung und der Rückbau zum Verkehrslandeplatz ist die einzige Möglichkeit, das Millionendefizit tatsächlich zu steuern, und auch diese Erkenntnis werden Sie nicht herumkommen. Danke.